Wir haben uns selbst ein bisschen Bein gestellt und sind deshalb da abgefallen in der Geschichte. Aber gut, was will man machen? Zumindest haben wir jetzt den zweiten Fall bereits abgeschossen und können uns nun in den letzten Atemzug stürzen. Mit einem hoffentlich nicht letzten Atemzug. Was sollte dieser Blödsinn als Übergang werden? Ich entschuldige mich dafür. Also, Tiefluft holen. Wir müssen da durch. Do we have an ID on the victim? Seriously, you don't recognize her? Clarinda Jackson, host of Rumors. It was on for years. Rumors? Rumors is one of those shows where married couples go on and make money by airing their dirty laundry. Anyway, she's been working the showroom of the Silver Skies Casino, hosting a stage version of Rumors. I don't see any security cameras. Well, turns out Twilight Palms believes surveillance cameras compromise its commitment to celebrity rehab. It's an outpatient facility with a wide-open door policy. The fact that there's nothing around for miles probably makes it easy enough to monitor the patient's comings and goings. But we're checking with the other patients, seeing if anyone saw or heard anything. One name keeps popping up. Steve Tampson, another patient here. By all accounts, he and Clarinda were close. I also called her husband. He's on his way, but he lives more than an hour away. I'll let you know when he gets here. It's a shame. I'm sure this woman hit a bottom. She came here hoping to change her life. And ran into something else she was powerless against. Naja, ein Markenzeichen von CSI, zumindest gerne in den älteren Staffeln, ist ja... Hey, good to see you. You haven't missed anything. I can start on the scene if you'd like to take the witness. Immer so einen coolen Spruch zu Anfang haben. Das ist ja etwas, was bei Miami, finde ich, immer sehr lächerlich wirkte. Gerade wenn Horatio Caine da diese Brille genommen hat, abgenommen hat und irgend so einen pseudo-coolen Spruch ablieferte. Eine Szene, die sogar von Supernatural später parodiert wurde. Und nicht nur von Supernatural, sondern von vielen Serien oder auch YouTubern, Internetstars. Pipapo. Es hat CSI Vegas oder CSI den Tätern auf der Spur deutlich besser gemacht. Hier in dem Spiel war der längste Spruch bis jetzt der schwächste. Greg's Spruch hatte mir sehr gefallen, wenn ich mich recht entsinne. Und der von Nick weiß ich schon gar nicht mehr. Naja gut, was hat der gute Langston zu erzählen? Hey, ist das nicht Clarinda Jackson? Ich habe früher immer Rumors geschaut. Okay, unser Charakter ist gerade bei mir sympathietechnisch sehr abgefallen. Solche Pseudo-Shows, die eigentlich wahrscheinlich, na gut, in Amerika sind die wahrscheinlich nicht gescriptet, weil die ja wirklich so Leute wollen, die sich gegenseitig die Fresse polieren, wie es auf Neudeutsch heißt. Solche Serien finde ich ja immer totaler Murks. In Deutschland sind die ja wirklich krass gescriptet. In Amerika vielleicht auch, man weiß es nicht, ne? Naja, ist egal. So, unser Opfer. Yes, apparently that was a very popular television program. Brass told me she's now hosting a live version in the showroom at the Silver Skies. From what I've seen so far, particularly the fact that the victim is wearing her bathing suit, it just doesn't feel as though we're looking at a suicide. Could very well be an accident, but I'm getting ahead of the evidence again, aren't I? Machen wir uns an die Arbeit. Let's start processing. So, schauen wir uns mal ein wenig um. Ich bin ja auch mal gespannt, inwieweit uns... No ashes or soot. It doesn't look like this has ever been used. Wo uns das Ganze hinführen könnte. Scheint da nicht drüben einer zu fehlen. Ja, ne? Seltsam. Oder bilde ich mir das nur ein, dass da was fehlt? Nee, hier ist auch nichts. Wo
Fußabdrücke sehe ich keine, auch nicht in diesem Kies. Was nun? I suspect there's more to be found at the scene of the crime. Ja, gut. Wir haben ja erst angefangen. Hä? Seltsame Bilder haben die da. Oh, was haben wir denn hier Schönes? It's a broken Derange bottle. Derange. A colleague of mine used to live on this stuff. It's citrus soda with a French flair, he said. I never tried it, but he swore by it. Was hast du für neureiche Freunde, mein guter Längsten? Naja. Huch. Da haben wir auch was Schönes. This is a Derange cap. So, wir sollten ein wenig vielleicht besonnener mal an diesem Fall unterwegs sein. Und nicht... Oh. Und nicht immer wahllos und ziellos umherklicken in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Das funktioniert auch nicht. This is interesting. I haven't seen any plants around here with foliage like this. It looks familiar. So, hier haben wir nicht. Das Feuer ist grandios animiert, aber so much for a therapeutic soap. Man muss ja auch zugute halten, das ist jetzt auch kein AAA-Titel und hat wahrscheinlich auch nicht das dickste Budget gehabt. Die Macher Telltale Games haben wirklich versucht, das Beste rauszuholen. Und wenn man mal von der Optik ausgeht, von der Story ist es bisher schon ganz interessant. Und präsentiert für mich auch das typische CSI-Flair, muss ich sagen. That ring has a tribal pattern. They're popular for tattoos. So. Ich habe schon so diesen CSI-Flair. Sprich, dieses, wie bei CSI, dass man so mitdreht und total gespannt ist und die Story einpackt und nicht loslässt und man wissen möchte oder nicht aufhören möchte, bis man weiß, wer der Täter ist. Wobei ich bisher sagen muss, war es ja so ein bisschen schon auf Drama Queen getrimmt, der erste Fall mit der lesbischen Beziehung, die da oh, emotionale Krise und oh und hi und ha und weiß nicht, und auch der zweite Fall ein bisschen zu dramaturgisch hochgestochen und mit dem Helden, der sich opfert für seine Freundin, die ist Täterin, nicht Opfer. Und warum fange ich schon wieder mit? Na, egal. So, wir haben Beweise. Schauen wir uns die Beweise doch mal an. Oh. Das könnte das Zeug sein. Smells like alcohol. Oder wie Zitronenwasser. Nee, Zitronensprudel nach französischer Art. Oder irgendwie so hattest du gesagt, ne? So, zack. Dann haben wir hier etwas, jawohl. Fingerabdrücke. Very good. I'm actually a little surprised this print survived the humidity near the hot tub. Unser Glück? Das. Das Pech des Täters. Naja, Tribal würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Aber gut. Und wir haben hier dieses Blattfragment. Na gut. Wollen wir dann erstmal den Schauplatz wechseln? Oh, Steve Tamsons Zimmer. Unser Zeuge, den wir jetzt mal ein wenig auf den Zahn fühlen werden. Dem wir, nicht den wir. Dramatische Melodie. Traurigkeit machte sich in seinem Herzen breit, als er vom Tod der Moderatorin erfuhr. Sie war sein Ein und Alles gewesen. Er, ihr Geliebter, finden wir es heraus.
Sind Sie Steven Thompson? Naja, Sie sehen schon ziemlich furchtbar gerade aus. Haben Sie geheult? Yes, I am. What is this in regards to? Wir sind vom Las Vegas Crime Lab. Wir untersuchen den Tod von Clarinda Jackson. I understand. I heard there was an accident in the spa. We're still investigating the circumstances of Ms. Jackson's death. We'll find out if it was an accident soon enough. Wie gut kannten Sie Mrs. Jackson? Clarinda? We've been going through this rehab thing together, you know? We were friends. Man, sorry for the shakes. It's just hard thinking she's dead. War Clarinda depressiv? Hat sie von Selbstmord geredet? No way. I mean, she wasn't thrilled with her marriage, but she was here to turn things around. She was on her way up, not down. Erkennen Sie diesen Ring? Hey, that's tight. No, I've never seen it before. I'm sorry. Danke. Lassen Sie uns wissen, wenn Ihnen etwas einfällt. Yeah, okay, I will. Hey, the victim's husband just showed up. I'm done taking a statement, but I'm sure you'll have some questions of your own. Okay, dann wollen wir mal mit ihm reden. Wahrscheinlich ist er... We should arrange for Miss Jackson's body to be taken to the morgue. I'll call Dr. Robbins. Vielen Dank. Denke mal, dass er am Tatort auf uns wartet. Wo sonst, wenn wir sonst keinen Ort haben? Hallo, hallo? Ah! Hallo. Excuse me, sir. We're from the Las Vegas Crime Lab. May we have your name? Ernest Goldwasser. Clarinda is my wife. Oh, God. I was at home when I think it was Detective Brass who called me. He said she was gone. I got here as quickly as I could. Also... Sorry. Als realer Schauspieler sieht ein Gesicht ja immer, oder ein reales Gesicht sieht immer noch mal ein bisschen anders aus. Aber das Gesicht sieht schon ein bisschen übertrieben aus. Das hätte man ein bisschen schöner hingekriegt. Gerade Telltale Games, auch mit kleinem Budget und deshalb nicht so optischen Möglichkeiten vielleicht. Na gut. Wie lange war Ihre Frau hier schon Patient? Yeah, she checked in about 2.5 weeks ago. You know, people can't appreciate how hard the life of an entertainer really is. You know, it's that pressure to stay on top or to hold on through the ups and downs. Sometimes you can't help but self-medicate with booze and pills. I mean, it's just so vicious. You try being as good as your last failure for a while. We'll see how strong you manage to be. I was so proud of her. She finally realized her life had become unmanageable, and yet she made the choice to give in and ask for help. Ist das derselbe Sprecher? Ist das derselbe Sprecher wie für den Hank Hackett gerade? Ich habe das Gefühl, dass das dieselbe Stimme ist. Haben die einfach für die verschiedenen Rollen in den verschiedenen Fällen dieselben Sprecher benutzt? Ja, Budgeteinsparungen sind manchmal nicht die beste Idee, gerade wenn man so ein Spiel am Stück spielt. Hat Ihre Frau Medikamente genommen? Look, I understand the need to ask this kind of question, but the answer is no. She was not on any kind of medication. She was not on any kind of antidepressant. And to answer your next logical question, she would never have taken her own life. She was obviously going through a challenging period, but she saw the light at the end of the tunnel. We were both committed to her recovery. We were both committed to our marriage. Ihre Frau war Gastgeberin einer Spielshow im Silver Skies. She hosted the Rumors stage show, yes. Hatte ihre Reha negative Auswirkungen auf die Show? No, there was no problem at all. Arrangements were made. A temporary host was found. Everyone. Producers, casino management, they were all extremely understanding of this delicate situation. And very discreet. Haben Sie diesen Ring schon mal gesehen? I can't say that I have, no. Das wär's für den Moment. Keiner will diesen Ring gesehen haben, aber er war trotzdem an der Leiche dran. Ich will einmal kurz die Flüssigkeit untersuchen. So, zack. Und zwar, jawohl. Und dann gehen wir gleich mal zu Doc Robbins und unterhalten uns mit ihm wegen dieser...